So, einen wunderschönen guten Abend hier zum zweiten offiziellen Spiel von Maus gegen Aces hier in der ECR Invite Season Nummer 13. Und es sollte eigentlich jeden Moment losgehen. Zumindest haben alle 0 Frags, heißt die Restarts kommen wohl jeden Moment. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich Maus hier in dem zweiten Spiel präsentieren. Aces haben eben wieder ein ganz gutes Match gegen Fnatic gemacht. Und haben auch sonst in der Vergangenheit eigentlich ab und zu mal ein paar guten Spiele abgeliefert. Dann mal wieder eingebrochen, also sehr unkonstant die Jungs. Tja, und alle Augen sind natürlich heute irgendwie auch auf Nuke gerichtet, dem Neuzugang. Train konnte man eben ja schon sehen gegen Anexis. Und das sah leider nicht so gut aus. Ich habe aber eben vorhin noch ein paar Minuten war Maus noch zu fünft auf dem Server, da hat Aprox noch ein bisschen was gezeigt. Habt ihr ja vielleicht noch gesehen hier. Also man hat sich da noch ein bisschen was einfallen lassen, noch ein bisschen was durchgesprochen. Mal schauen, ob es hilft. Ich meine, mit 4, 5 T-Runden könnte man dann schon zufrieden sein. Also ich bin mal gespannt. Restarts kommen, der letzte jetzt auch nochmal. Kommt ja immer relativ spät. Und Maus hatte eben Smokes gekauft, das tun sie jetzt auch wieder. Also es riecht vielleicht sogar nach einem schnellen Außen-Go. So, Malmodus noch an. Oh, direkt den Nate in die Mitte. Schön von Aphox, hat er nicht viel Schaden bekommen. Es geht doch schnell innen. Will er schon am Spotten mit P250 übrigens. Hat jeder P250 außer Aprox. Deckt da halt ein bisschen, dass da von hinten nichts kommt. Zieht sich jetzt zu den Mates. Probiert am Spot den Contact. Finde ich sowieso gut, über große Rampe viel zu machen. Jetzt die Flashes. Oh, nochmal schöne Flash von Kerrigan hinter den Spot. Also B eigentlich ganz gut eingenommen bisher von Maus. Jetzt muss langsam mal der Spieler fallen. Macht er auch. Sehr, sehr schöner Move von Kerrigan. B eingelegt, Bombe kann gelegt werden. Aprox hat hinten Probleme. Zieht da jemand mit? Ja, Nuki zieht mit, Kerrigan auch. Also schöner Support da. Hinten wirklich safe. Da stehen sie wirklich zu dritt oben, haben sich da gut gegenseitig geholfen. Oh, Spot ist jetzt, glaube ich, gestorben. Ah, der nächste auch. Und letzte Torpe. Den kann Kerrigan anzeigen, der wird sogar geknifed. Oder wollte geknifed werden. Und Maus holt sich die Pistol. Sehr, sehr schön gespielt. Guter Go da am Innen. Gut sich was überlegt. Sehr schön geklappt. So, heute wieder mit Flaggen. Und schön die Teamnamen. Auch Aces haben ein schönes Logo, muss man mal sagen. Sieht gut aus. Maus geht schnell Mitte raus. Boah, kriegen wir denn für Strike? Schön für Kerrigan. Gut aufgepasst. Gehen da auch dem KG-Push komplett aus dem Weg. Was hat der denn dafür für einen Hampelmann? Das sah fast nach Intelli-Bug aus. Obwohl ich kaum glaube, dass Nuki noch mit Intelli 1-1 spielt. Zumal er jetzt bei Maus spielt, wird er wohl mit Razer-Equipment spielen müssen. Aber vielleicht hat er das schon vorher, weiß ich gerade gar nicht. So, Lex tut mir natürlich leid, aber da kann ich nichts machen. Können natürlich fleißig den Stream reporten über Twitch mit dem kleinen Schraubenschlüssel. Dann nochmal Eco bei Aces. Diesmal wird direkt klein angerannt. Kriegt doch den First Track. Zieht direkt rum, geht Pop raus. Da war auch schon eine MTW da, der es ganz ansagen konnte. Deswegen auch der ist man da auch umgedreht. Kann jetzt safe schon mal legen. Box mit Pumpe. Boah, 900 gibt die noch. Krass. Oder? So muss ich das auch.
Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, die gibt nur 600. Das ist zum Beispiel auch blöd. Sonic hat gerade den Frag gemacht. Dann eigentlich unten plus 300. Und dann kam sofort das, der neue Betrag dazu. Und sofort verschwindet der alte. Also wäre vielleicht ganz cool, wenn das so, wie die Frags halt einfach so nacheinander übereinander gestaffelt sind und danach und nach verschwindet. Aber gut, 3-0 Maus. Aber habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Doch bei Agilien. So, Trubel KG. Nuki Mitte, der Rest über Popper raus. Smokes liegen ganz gut. Zum Schluss noch kein First Fact bekommen. Wiss sieht da auch sehr, sehr wenig. Also die Smokes wirklich hervorragend. Ghost jetzt auf dem Tower und wenn legt da am gelben Kasten, am gelben Eimer oder wie auch immer es heißt, an der gelben Tonne. Trubel schiebt jetzt über T-Mitte. Oh, schöne Gegenflash für den Retake. Oh, da wird glaube ich schon defused. Ja, da wird er durchgefused. Schön die Smoke ausgenutzt von Aces, die da eigentlich Maus helfen sollte, die Bombe zu legen, was er auch getan hat. Ja, schön durchgezogen. Kerrigan hat es. Wollte da, glaube ich, noch was machen, aber hat natürlich selber nichts gesehen. Scheinbar war es da auch so laut, dass Aprox da nicht mehr hingeaimt hat. Schade drum. Trotzdem gut gut ausgespielt eigentlich am Anfang. Da ist der Easy auf Spot gekommen, kein Frag gefangen. Von daher alles okay. Und man spielt direkt was anderes. Über KG geht's jetzt Mitte raus. Boah, du geschnärt. Lol! Einer neben dir! Oh Mann, da muss er das Eck genau checken. Again mit Lecken. Ach, scheiße. Rot vor Leck. Oh, der Topspieler könnte auch ruhig mal fallen. Da ist noch nichts noch im MTW. Nate. Das saß, glaube ich, gar nicht. Aber Xhut hat ein paar Steps. So, nichts erwartet da noch ein. Ach du Kacke. Also den Frag muss er doch haben. Aber das ist so eine typische Situation. Der CT weiß nicht mal, dass er ein Terror sein kann. Also eigentlich schlecht gespielt von Aces, schlecht kommuniziert. Und der Aprox hatte eigentlich einen sicheren Frag, aber durch das Gehampel von dem CT auch enorm schwer, den Frag zu ziehen. Ach, schade, Mann. Wie viel hat man jetzt verloren? Geholt? Ich glaube, zwei Waffen. Maus kauft doch nochmal. Oh, sie haben sogar super viel Geld noch. So, man spielt es einfach nochmal. Hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt, wenn Nuki da das Eck besser checkt. Spielt den Move jetzt nochmal, kriegt die Gegenflash. Boah, checkt das jetzt. Er müsste eigentlich was gehört haben. Ne, er ist zurückgelaufen. Und KG. Kerrigan da am Ausgang schon ist. Aber die Smoke am MTW liegt die gut. Boah, da muss er auf Spot. Ach, schade, wenn er dann Step weiter vormacht, sieht er den erst links. Und dann kann er den vielleicht machen. So, nichts da auch noch am KG-Ausgang. Ist von der Gildin geholt. 2 gegen 3 am Spot des Duell. Ja, Nuki hat auch keine Chance. Jetzt geholt, aber Low HP bei beiden Mauslern. Ja, Drift King spielt das super. Dort hinten dicht. Da zielt Maus nicht mal hin. Oh, sauber gespielt von ihm. Jetzt Trubel gegen 2. Schöner Headshot. Er weiß ungefähr, wo Drift King ist. Oh, und Trubel macht's. Nice, Mann. 4-2. Schöne Heads da am Ende. Auch wenn es vielleicht ein bisschen lucky war, ein bisschen unverdient. Trotzdem schön geaimt. Gute Headshots. Aber an sich hält Aces das schon relativ gut auf. Maus ist da richtig blind, immer wenn sie da, nachdem sie geflecht haben, ein bisschen aggressiver dort spielen würden. Da würden sie auch Maus relativ gut zusammenschießen. Die Smoke für ein Set. Die liegt ganz gut. Und die Smoke auch vorm Spot sehr wichtig. Also von der Seite hat man schon ein paar einstudierte Sachen, die man natürlich auch aus dem alten Line-Up mitnehmen konnte. Ist ja jetzt nicht so, dass man hier 3-4 Spieler ausgewechselt hat, sondern nur einen. Von daher ist es ja noch relativ verkraftbar. Kann man noch viele alte Sachen spielen. Also viele alte Granaten natürlich beibehalten. Die Bombe wurde auch mal wiedergelegt. Nuki mit Weltreise hatte sie es abgebrochen, dadurch, dass Aprox gestorben ist. Sonst wäre er wohl über KG gekommen.
So, es liegt wieder an der gelben Tonne. Jetzt gegen Flash. Oh, schön. Oh, die hat leider auch Nuki geflasht. Aber der kann ansagen, dass nicht defused wird. Und jetzt einfach weggehen. Jetzt hört ihr ihn. Er zieht nicht durch. Schön. Schön gemacht von Nuki. Auch wenn da ein kurzer Moment war, wo er sich nicht sicher war, wo der Gegner ist. Oder wo es einfach nicht klar war. War trotzdem gut Runde gespielt. Weitere Führung für Maus. 5-2. Da das, die Führung quasi ausgebaut. Motzen und ausgestatteten Messerschen. What the fuck? Das ist aber ein komisches Symbol. So, Maus wieder direkt innen am Anlegen. Vorhin auch schon gegen der Anti-Eco gemacht. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, von wem der Molly dort war. Ein kleiner N6-Kreisjump. Sonix wieder vorgeschickt. Schönes Pre-Aim da drauf. Oh Gott, die Flash. Nice, schön die Pose gecheckt. Jetzt die Flash am Spot. Und jetzt müsste er eigentlich oben rausziehen. Kugel da sogar noch am KG. Sonix ruft da schön aus. Ja, macht's auch. Schöne Runde von ihm, bis auf die verworfene Flash am Anfang. Aber trotzdem, guter Go, muss man eigentlich sagen. Kann man sich so auch abgucken. Kleine Rampe smoken, dann langsam rauskontakten, wenn man da kurz einen Moment hat, wo kein Gegner ist. Einfach zum Spot flashen hier drüber. Und dann kann nämlich auch große Rampe Druck machen, wenn da noch ein paar gute Smokes liegen. Vielleicht hier eine, dann vielleicht hier so daneben eine. Keine Ahnung, ob man da irgendwie eine gescheit werfen kann. Vielleicht über Bande so. Bande so runter, dass die vielleicht irgendwie hier so liegt. Keine Ahnung. Lässt sich sicherlich was einfallen. Also an der Seite gefällt mir der Go schon mal ganz gut. So, diesmal zu dritt KG und Ace ist sehr aggressiv jetzt diesmal. Oh, bitte könnte es bis reinschleichen. Der deckt niemand ab. Zum Glück traut er sich nicht. Innen wird ein bisschen gefaked von Apox und Sonix. Torpe zum Glück Poppe unten. Mal schauen, ob sie Poppe jetzt mit Flash einnehmen. Ja. War da einiges gesehen, aber Refake von Sonix, stark, auch wenig HP verloren. Jetzt der KG, go, Trubel über Mitte, wird überrannt von Viz, schön reingepusht, super Move, aber doch direkt wieder der Refake, gefällt mir. Also immer bisher Austausch. Oh, schöne Nade gegen MTW, oh, nice. Der Gillian war da scheinbar auch blind oder hatte keinen Fokus drauf. Nuki auch KG geholt, Grundlinie gemacht. Und Ghost, letzter auch angesagt. Bombe kann da easy, peasy safe gelegt werden. Nuki macht da auch direkt schon CD-Base dicht. Sehr schön gemoved. Trifft die CD jetzt vielleicht sogar mit einer Gren in der Hand. Nee, aber schön geaimt. Schön gestraft auch. 7-2, sehr, sehr, sehr starke Halbzeit bisher von den Mäusen. Spielen gute Sachen, variieren schön. Und das klappt auch wirklich wunderbar. Sage und schreibe 7 GoTV-Viewer. Wahnsinn. Ich würde mal interessieren, ob das Spiel mittlerweile auf Halt.tv.org eingetragen ist. Könnt ihr mir mal kurz mitteilen. So, wieder geht's mit rein. Hey. Was ein Glück. Davon Trubel. Da wollte er eigentlich nur T-Mitte decken. Hat dann irgendwie so langsam den Pixel gesehen. So, innen ist man mittlerweile draußen. Apox nutzt auch schön die Kanten. Und auch Druck zusammen. Jetzt muss Trubel da auch helfen. Nächsten Fall Kerrigan verschießt. Aber zum Glück ist Trubel da. Oh, noch einen verschießt er. Noch einen. Also drei Schüsse ineinander. Trubel weiß man jetzt mittlerweile auch, wo er ist. Boah, und
Struggling gegen 2. Ach schön, jetzt einfach safe runterspielen, macht er gut. 9 HP, auch nur noch bei Driftkin. King, Drift King, nicht Kin. MP da für ihn. Gut runtergespielt noch am Ende, aber uiuiui, das wird mal richtig knapp. Also richtig sicher ist sich Kerrigan noch nicht mit der Awe. Nuki hat ja auch vorhin gemeint, dass er wahrscheinlich die Main AWP spielen wird. Wobei mir Kerrigan fast besser gefallen würde. War ja zu den 6 Zeiten schon eine ganz solide, teilweise sogar mächtige AWP. Hat da ziemlich kranke Szenen ab und zu mal abgeliefert. Na, mal gucken. Auf jeden Fall gefällt es mir, dass man auch das Potenzial hat mit einer guten AWP bei Kerrigan. Aprox könnte auch eine vernünftige AWP spielen, dann Nuki auch. Also von der Seite ist man AWP-technisch eigentlich ganz gut gerüstet. Da hat man noch einen guten Rifler mit Trubley und Sonix an sich auch ganz gut am Schießen. Hofft man zumindest. Diesmal war es ein Außenfake in den Goal. Trubel leider nicht in den Flex setzen können. Haben wir einen Driftkin low geschossen. Er hat sogar verschoben, aber beide sterben am B. Bombe wird gelegt. Nuki schon vorgepusht, sehr schön. Hinten müsste eigentlich auch gedeckt werden, aber beide CTs eh an der Base. Und die gehen auch schon safen. Sonic ist vielleicht der Einzige, der da noch irgendwie Kontakt hat, vielleicht. Da am Müll. Da haben sie es schon mal gut eingegrenzt. Ja, jetzt auch bekannt. Was war das da bitte für ein... Was war das für ein Sound, wo Aprox hier aufgesprungen ist? Hat sich ganz komisch angehört. Egal, sehr, sehr starke T-Halbzeit. Dort wieder der Standard-Go. Drei Mann rennen innen an. Trubel allein KG-Defensiv, Nuki Mitte-Defensiv. Auch mit der Bombe. Innen jetzt ist es auch bekannt, dass sie defensiv stehen, somit auch sehr wahrscheinlich, dass dort zwei Leute sind. Trubel weiß es am KG. Er ist einfach mit Kontakt raus. Aber schöne Gegenfläche von den CTs. Aber er kommt gut aus der Situation raus. Kerrigan auch. Also wie viel Raum sie da auch bekommen von Aces. Schon beachtlich. Und jetzt baut man um. Wahrscheinlich Mitte Poppe-Split. Nicht gewandt. Aces steht defensiv. Gar nicht so eine schlechte Chance. Und Maus hat leider keine Smokes mehr, so wie ich das jetzt sehe. Doch, sie liegen. Oh, schön für Trubel. Aprox auch mit einem schönen Move. Finde ich sowieso wichtig. Nice Headshot. Also aim-technisch heute die Jungs wirklich ganz gut unterwegs. Oh, Gillian pusht davor. Oh, krasse Runde von der Gillian. Schöne Headshots. Driftkin letzter gegen 2 und diesen Low-HP. Das kann er sogar machen. Schön, und jetzt nur noch Aprox. Kann das ausspielen. Schöner Move, schöner Move. Oh, er duckt sich vor. Perfekt gespielt von ihm. Oh, nice. Das gibt einen kleinen Klatscher. Sehr schön, Herr Zeitz. Ah, sowas kann er. Sehr schön Runde gespielt mit seinem Low HP. Exzellent gemacht. 10 zu 2. Wer hätte das nach dem Annexes-Spiel eben nicht gedacht, dass Maus so gut hier aufspielt. Und wenn dann als CT ein bisschen Ruhe reinkommt, man ein bisschen die Absprachen verbessert, dann steht dir doch in einem hohen Sieg nichts mehr im Wege. Cell Update Rate habe ich jetzt auf 16, glaube ich, runtergeschaut. Oder wieder auf 93. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie flüssiger läuft. Das ist eigentlich wie davor. Also muss auch sagen, die Reflex fallen immer. Oh, war ein kleiner Luckshot von Trubel. Also die Reflex fallen immer recht zügig. Das ist schon mal das A und O in CS.
sieht schon mal wesentlich besser aus als zuvor. So, und vielleicht schaffen wir sogar das 13-2. Wenn man sich danach nicht nippmäßig überfahren lässt, dann ja, hat man hier seinen ersten richtigen Sieg in der ECA eingefahren. Gegen Curse, das steht ja noch in den Sternen, ob das gespielt wird oder ob das wirklich als Deathwin gewertet wird. Oh, den zweiten Gegner. Ach, und den dritten auch noch. Krasse Mach 7 von Drift King. Macht da einen auf Get Right. Maus hat ja wieder seinen schnellen offensiven Push gespielt. Ja, kann man ihn eigentlich nicht verübeln. Ich meine, es hat so oft geklappt. Schöner Frag. Was Driftkin da aber auch jetzt für ein Risiko eingeht, verstehe ich nicht. Total unnötig. Und da haben wir die Fläche. Da sehen wir jetzt die Flashes von Nuki, die vorhin auf dem Server nochmal durchgesprochen wurde. Und die Smoke daneben spot auch immer sehr, sehr wichtig. Da sieht man, da haben die Thesen einfach natürlich viel, viel, viel mehr Platz, um sich Positionen zu suchen. Trotzdem ist die Situation sehr, sehr schwer zu holen und das zeigt sich jetzt auch in dem Rundengewinn für Aces. Bombe sogar mal daneben gelegt. Finde ich sowieso, man hat auf Train eigentlich... Okay, hier kann man nicht legen. Man hat ja dadurch, dass der Bombspot so relativ breit gefächert ist, dass man nicht nur auf den Spot legen kann, schon relativ viele Möglichkeiten. Weil da brauchen wir natürlich auch gute Smokes. Um dann vielleicht die Bombe neben Spots legen zu können. Oder wenn man aus dem Z schon attackiert wird, dann bietet sich natürlich manchmal ein Plant seitlich an. Diesmal Instant B-Rush. Molly liegt. Sonics mit einem schönen Move. Kerrigan den Frack aber schon setzen können. Oh Gott! Was der macht. Alter. Wenn er da mal ein bisschen ruhiger bleiben würde. So 3 und 3 rausgespielt. Apox noch mit einer schönen Posi. Gut die Smoke genutzt. Hört auch viele Steps. Sollte vielleicht weiter vorschleichen. Nein! Genau auf den Falschen eigentlich gegangen. Oh, zum Glück den Headshot noch gesetzt. So, Nuki spielt da als einziger defensiv. Apox hört ihn auch. Oh, schön. Eieiei, aber was war das schon wieder von Sonics? Trotzdem 12-3, da brauchen wir wirklich nichts mehr, wirklich viel zu sagen. Schöne Hälfte. Und jetzt bitte einfach nur die Pistol holen und dann 16-3. Da werden wirklich alle zufrieden. So, ja. So, schauen wir mal. Nuki macht jetzt KG. Würde mir sehr, sehr gefallen, wenn er das immer machen würde. Bin ich sehr auf die Equip-Round gespannt. Ich finde, Sonics ist da mehr als falsch eingesetzt. Ich denke mal, Nuki, da sieht man auch direkt eine viel, viel bessere Smoke. Für alle, die meinen Stream öfter geguckt haben, wissen, von wem die kommt. Die ging vielleicht zu spät. Schön darauf gepusht von Aprox. Sonics da war top. City Base. Ne, sind innen raus. Oh, Trubel muss links aufpassen. Oh, schön. Der war, glaube ich, sowieso low. Ja, Kerrigan hat ihn da schon gut angeschossen. Eine Maus über Base. Bombe wurde da nicht gelegt. Jetzt erst. Driftkin kriegt da. Boah, sehr schöne Nade. Oh, Doppel-Nade sogar. Und jetzt der letzte T bekannt. Jetzt machen sie einfach nur noch die Ausgänge zumachen. Oh, nice Smoke. Richtig, richtig gut. Hat jetzt sogar noch einen Strafe-Shot bekommen. Apox, schöne Pose gewählt. Wirklich sehr schöne Abfuck-Pose.
Überrascht ihn jetzt vielleicht sogar. Richtig geil gespielt von Manuel. 13-3, beide Pistols geholt. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. So, nix dort. Okay, am Spot. Max 7 auch. Nee. Immerhin 2 und dann waren die Mates da. Ach, schon wieder. Der hat irgendwie gar keinen Fokus, ist irgendwie noch am Reden. Wenn dann eine Silent vielleicht zum Beispiel von hinten kommen würde, wäre er halt so blind. Aber alles nochmal gut gegangen. Das haben gekauft. Müssen sie ja eigentlich auch. Sonst schon das Draw im Rücken, beziehungsweise die Overtime. Trubel den schon eingespottet. Carry den direkt da. So, Sonics gefällt mir wirklich nicht, dass er da immer so def. Jetzt mal. Gut, jetzt mal gesmoked. Ich finde, das kann man viel aggressiver spielen. Sieht man es, der Teer hat das gut ausgenutzt. Aber wenn da schon die Smoke für Trubel liegt, kann man viel mehr bangen. Ich kann da immer nur wieder RDL empfehlen, sich eine Demo von ihm anzugucken. So, immerhin macht er jetzt mal die Frags verzögert. Oh, schön reingejumpt. Aber Posi bekannt, er hat auch nicht die Bombe. Nuki da auch schön am Füße gucken. Schöner Headshot. Boah, krasse Runde von ihm. 3K, aber Trubel ist da. 15-3, das Draw. Ne, die Overtime ist schon mal sicher für die Mäuse. Boah, aber die Runde wurde nochmal richtig knapp. Ace ist jetzt natürlich in einer noch bitteren Situation. Wieder wenig Geld. Ich sehe nicht meine Rifle-Waffe. Also überlegen noch. Jetzt zwei Famas, bisschen P250 Action, eine Smoke bei Viz. Kerrigan wieder mit Ave. Apox mit Aug. Hinten ist er auf. Er stand, glaube ich, gerade auf dem Puffer da. So, Kerrigan macht die große, also man deckt auch klein, relativ safe. Da ist einer durchgesprungen. Hat er aber gesehen. Boah, Trubel hört die Steps. Muss er natürlich auch selbst mit dem Move rechnen, den Sonics da immer gemacht hat. Oh, macht nur einen. Nuki am Schieben. Sonics hat, glaube ich, noch KG was gemacht. Boah, kriegt direkt den Headshot. Kerrigan bisher nicht erfolgreich gewesen mit der Arme. Hat er für meinen Geschmack zu defensiv agiert. Mit der großen Grünen. Den hätte der auch nicht. Aber Sonics ist da. Jetzt 1-2. Gute Ausgangslage für Aces. Und wir machen sie auch die Runde. Irgendwie, also Kerrigan überhaupt nicht stark mit Ave gerade. Ich glaube, 2 Schüsse oder so abgegeben. Wenn überhaupt. Maus hat aber hier null Druck. Können jetzt mindestens eine Eco machen, vielleicht sogar 2. Also können sie sich wirklich Zeit lassen. Eine Runde werden sie da wohl schon noch holen. Ne, Gillian wirklich einer der aimstärksten. Kann man vielleicht so festhalten. So, Aces wird jetzt Poppe raus, KG go. Ja, geht genauso mal in der Waffenrunde, nur dass die Smoke halt weiter hinten liegt. Der geht einfach auf Frag. Gut, kann man mal machen.
Kleiner Überraschungsmoment natürlich auch. So, Nuki jetzt am Spot Probleme. Einfach auch schlechte Posi dann dagegen. Hat man es gesehen, der konnte ja nicht richtig gut vor ihm. Aber Trubel hinterher. Trotzdem ganz erfolgreiche Eco, zwei Waffen gemacht. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, wie viel Geld Maus schon hat. Ja, sie kaufen. Aber diesmal nicht. Oh, was ist mit Gillian los? Ja, die Bombe. Aprox wieder mit. Ach nee, sorry. Dachte, er hat wieder die Aug. Was ist eigentlich jetzt da am Schlitz am Aim? Mich mal interessieren. Man sieht ihn wirklich. Also da sieht man ihn ein bisschen. So, jetzt fehlt halt einfach die Smoke. Ah, er hat sie. Gut. Nate gefangen. Warf unnötig. Ach, jetzt wird er gebankt. Jetzt wird er gebankt. Dann macht er einfach mal das, was ich mir wünsche von ihm. So, innen ist aber raus. Trubel kann den ersten Flex setzen. Luki Schieber, glaube ich, gestorben. Kerrigan aber ein schöner Move. Kann jetzt hier am Spot oben ausschließen. Kann auch den Flex setzen. Der Ball geht's Pop runter. Aprox hinterm Spot. Wird von zwei Seiten attackiert. Boah, er muss da weg. Und kommt sogar noch weg. Schön. Ach, Mist, Ghost macht dann einen Frag. Bombe wird gelegt. Schöner Move von Trubel. Weiß, wo einer ist. Kerrigan deswegen auch schön hinten KG durch. Hat sich aber jetzt leider schon verraten. Boah, wie der Gergel dann einfach der hier die Headshots macht bei Aces. Ja, ich habe ja auch nicht mal ein Kit gegen drei sogar. Ich habe jetzt gedacht, es sind nur noch zwei. Voll. Was? Wie hat er denn da keinen Schaden bekommen? Drauf gedroppt oder was? Da auch interessant. Stimmt, man könnte hier so droppen, dann runter. Okay. So, nächste Eco. Trotzdem brauche ich Maus davon nicht beeindrucken lassen. Alles in Butter. Wenigstens auch mal einen Push in die Mitte. Und da wird gut ausgeschlossen. Aprox 6 nach KG was ansagen kann. Oh, der wird nach hinten gedeckt. Oh, nette Kante. Und Kerrigan checkt direkt. Geht weg. So, jetzt haben sie eigentlich schon ganz gut eingekesselt. Trotzdem, Aces ist nicht so dumm und sind alle dort. So, da gibt es auch einen Move. Nuki wartet auf die Flash. Sonic spottet. Vielleicht kam jetzt. Nuki sieht da leider nichts durch Smoke. Pusht hinterher. Gut, die Steps ausgenutzt. Kann einen machen. Kerrigan von hinten. Ah, jetzt ist keine Chance mehr. Innen ist schon raus. Gehen dafür über City Base. Sollten vielleicht noch irgendwie die Waffe versuchen, von Ghost zu bekommen. Ja. Vielleicht sogar sehr. Ja, wobei, ich würde es fast auch versuchen. Ah, wobei. Ich würde es dann doch safen. Also Kerrigan versucht natürlich jetzt noch irgendwie einen leichten Fleck zu kriegen. Aber jetzt, spätestens jetzt würde ich schon safen. So, das macht er auch. Könnte da zum Beispiel Sonics legen. Kommt sogar noch Besuch. Oh, der These hat es nicht mal gecheckt. Nein, der verbratzt alle Schüsse. Oh, mein Liebter. So, trotzdem hat man Geld. Kerrigan wieder mit Ave. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt damit hittet. Vielleicht war es sogar ganz gut, hier als T anzufangen.
sich jetzt anschaut, wie seit City hier leider nicht mehr so gut läuft. Boah, die Füße auch nicht gesehen. Oh, was ein Glück. Box Nuki da im Spot. Jetzt hier gerne auch den Flex setzen können. Gegen Mitte, gegen Viz. So, nix hat er auch gleich zu tun gegen 2. Nuki supportet ihn da immer wieder hinterm Spot. Also auf jeden Fall so die Standardaufstellung. Sonic ist da immer wieder am Defensiven, am Checken. Zum Reinspotten. Oh, schön nochmal angesetzt. Das war mal gut geschossen von ihm. Nicht direkt gleich ins Bangen verfallen. Warum er da nochmal reinguckt? Na gut. Er hat sehr viel Schaden gemacht. Von daher ist es okay. Was mir nicht gefällt, ist dann das Verschieben von Nuki. Ah, das ist schon besser. Nicht. Aber Trubel damit ja eh. Und GG, Kratz an Maus, 16 zu... Das ist das Ergebnis schon weg gewesen. Ich glaube 7 oder 8. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Trotzdem Kratz an die Mäuse. Erster Sieg heute. Beziehungsweise 2 Map-Losses, 2 Map-Siege. Das war doch mal ein guter Auftakt für das neue Team. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Ergebnisse.